Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich begrüße Sie und euch ganz herzlich heute hier in Ludwigsburg an diesem besonderen Ort. Wir befinden uns in einem ehemaligen Amtshaus, das wurde 1731 erbaut. Das Gebäude war viele Jahre lang in einem Dornröschenschlaf. Seit dem 12. Mai 2013, also erst seit diesem Jahr, erstrahlt es in voller Schönheit unser neues MIK, Museum Information Kunst. Dieses tolle und zukunftsweisende Projekt MIK wurde von Anfang an kommunalpolitisch stark unterstützt von der Grünen Gemeinderatsfraktion und vom Grünen Ortsverband. Es wurde dann kooperativ zusammen mit anderen Gemeinderatsfraktionen realisiert. Was bedeutet das konkret? In Zusammenarbeit mit uns Grünen entstehen gute Ideen und zukunftsweisende Projekte in der Stadt, im Land und im Bund. Und diesen weiten Bogen schlagen wir heute auch. Ich begrüße ganz herzlich den grünen Bundestagskandidaten aus dem Nachbarwahlkreis Neckar-Zaber, Andreas Roll. Ich begrüße den Vorstand des Ortsverbands Ludwigsburg mit Sonja Wahl, Judith Ajemuth, Andreas Kasdorf, Erik Welte und Ingo Geisel und den KV-Vorstand mit Lydia Kalkofen, Sonja Wahl, Svante Sperling, Jörg Becker und Uli Bauer. Und es sind viele, viele grüne OV-Vorstände, Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, Kreistags- und Regionalversammlungsvertreterinnen und Vertreter und viele weitere grüne Mitglieder hier. Alle helft ihr mit, dass wir hier in Ludwigsburg einen engagierten und kreativen Wahlkampf führen können. Dafür danke ich euch ganz herzlich. Ich begrüße auch die Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Kirchen und aus der Zivilgesellschaft. Ich freue mich sehr, dass ihr heute Abend alle hier seid. Im Mittelpunkt des heutigen Abends aber steht einer, der seit vielen Jahren grüne Politik auf Bundesebene maßgeblich prägt. Einer, der als Umweltminister das Erneuerbare-Energien-Gesetz mitentwickelt hat und dem vermutlich jetzt die Haare zu Berge stehen, wenn er sieht, wie schwarz-gelb die Energiewende ausbremst. Einer, der bewiesen hat, dass Grüne nicht nur Hochdeutsch und Schwäbisch können, sondern auch ein Land führen und zukunftsfähig gestalten können. Wir Grüne zeigen in den Kommunen, in Stuttgart mit Fritz Kuhn als Oberbürgermeister, im Land mit Winfried Kretschmann als Ministerpräsident und ab dem 23.09. auch im Bund, dass Grüne unserem Land gut tun. Begrüßen Sie, begrüßt ihr mit mir unseren Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl in 10 Tagen, Jürgen Trittin. Herzlich willkommen, lieber Jürgen, hier in Ludwigsburg. Bevor ich das Wort an Jürgen Trittin weitergebe, will ich Ihnen und euch noch ein paar wenige, aber umso wichtigere Dinge sagen. Unsere Demokratie lebt von einer hohen Wahlbeteiligung. Deshalb sorgt bitte alle mit dafür, dass viele Bürgerinnen und Bürger zur Wahl gehen, informiert und aktiviert bis zum 22.09. bis zur Wahl. Demokratie lebt auch von viel Bürgerbeteiligung. Bürgerbeteiligung ist ein Markenzeichen für eine moderne Demokratie. Bürgernähe ist das Ziel grüner Politik in den Kommunen, in Baden-Württemberg und auch im Bund. Schwarz-Gelb übernimmt zwar unsere Begriffe, sie sprechen von Nachhaltigkeit und von Bürgerbeteiligung, aber wir Grüne, wir können es und wir machen es. Dafür habe ich auch in den letzten 4 Jahren gekämpft. Und als Mitglied im Rechtsausschuss sage ich euch, dass in dem Moment, in dem wir hier sind, 1000-fach das Recht gebrochen wird. Ein weltweit operierender Geheimdienst hat schier unbegrenzte Geldmittel und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Er entzieht sich jeder demokratischen Kontrolle, er schnüffelt und späht, wann und wo er will, in unseren privaten E-Mails, in unseren Finanzen, in unseren Firmen, in unseren Regierungen,
ja sogar bei den Vereinten Nationen, obwohl ein Vertrag genau das untersagt. NSA ist zum Kürzel geworden, dafür, dass Rechtsstaat und demokratische Kontrolle außer Kraft gesetzt werden. Wir können das nicht augenzwinkernd verharmlosen, wie es unser Verfassungsschutzminister Friedrich, Frau Merkel und Schwarz-Gelb tun. Nur mit uns Grünen in der Regierung haben wir die Chance, dieses globale und illegale Datenmonopol zu stoppen. Wir müssen unsere Firmen schützen, wir müssen unsere Bürgerinnen und Bürger schützen, liebe Freundinnen und Freunde. Manchmal habe ich den Eindruck, auch in den vielen Gesprächen und Podiumsdiskussionen, die wir jetzt im Wahlkampf hatten, dass viele von uns noch gar nicht erfassen können, was sich da eigentlich abspielt. Sie sagen, mir tut es nicht weh oder ich habe ja nichts zu verbergen. Aber das kann doch nicht der Maßstab sein. Ein schwäbischer Tüftler soll doch seine Erfindung an seine Freundin mailen können, ohne dass der NSA die Erfindung an eine amerikanische Firma weitergibt. Und dass der Geheimdienst gleich noch weiß, dass die Tüftlerfreundin Susanne heißt, hier in der Weststadt lebt, dass sie sich gerade bei einem US-amerikanischen Unternehmen bewirbt und dass sie im dritten Monat schwanger ist, das muss nun wirklich nicht sein. Da halten wir Grüne dagegen. Im Menschenrechtsausschuss in Genf und im Bundestag in Berlin. Liebe Freundinnen und Freunde, ihr seht, es lohnt sich zu kämpfen für viel Grün in ganz Deutschland. Unterstützt ihr uns, unterstützen Sie uns mit Ihrer und eurer Stimme bei der Wahl in 10 Tagen. Vielen Dank. Lieber Jürgen, jetzt möchte ich dich gern auf die Bühne bitten und dir noch ein paar Fragen stellen. Du bist ja jetzt im Wahlkampf schon ganz schön rumgekommen hier in Deutschland. Wie ist denn so die Stimmung? Wie läuft der Wahlkampf bei den Grünen? Wie nimmst du das wahr? Also ich habe den Eindruck, wir sind sehr gut mobilisiert. Da gibt es welche, die sind noch mobilisierter. Die haben 2 Wahlen zurzeit zu bewältigen, die Hessen und die Bayern. Da geht es ja in Bayern darum, dass Bayern nicht länger von der CSU regiert werden soll als Kuba von den Brüdern Castro. Und in Hessen, ja, die hatten das eigentlich schon mal in der Hand. Und die Schwierigkeiten und die Fehler, insbesondere der Sozialdemokraten, haben ja dazu geführt, dass Schwarz-Gelb dann noch eine Verlängerung gekriegt hat. Und deswegen ist der Tarek und Andrea, die beiden Spitzenkandidaten dort, in besonderer Weise unterwegs. Ansonsten macht das Spaß. Kommen nicht immer so nette Menschen her. Ja, Ludwigsburg ist speziell, ne? Ich hab in Lübeck auch schon und in Flensburg Demonstrationen von Landwirten gehabt, die sich anstatt gegen Wiesenhof zu wenden, dann gegen uns gewendet hat. Und das ausgerechnet an dem Tag, wo unter anderem Alex Bonde hier aus Württemberg einen Kompromiss, der Agrarminister hat platzen lassen, weil sich Frau Aigner und die CDU-Länder geweigert haben, bei der Neuverteilung der gekürzten Agrarsubventionen die bäuerliche Landwirtschaft gegenüber Großbetrieben besser zu stellen. Und wir Grünen wollen die kleinen Landwirte besser stellen und nicht die Knete bei den Großbetrieben hinschmeißen. Noch eine persönliche Frage, Jürgen. Wir haben ja als Grüne unsere Spitzenkandidaten in einer Urabstimmung gewählt von allen Mitgliedern. Jetzt haben wir im Gegensatz zu allen anderen Parteien gleich 2 Spitzenkandidaten, nämlich dich und Katrin Göring-Eckardt. Wie läuft es denn so in eurer Zusammenarbeit? Ja, und Sie habt ja einen Vorteil. Ihr seht die Katrin wahrscheinlich häufiger als ich. Ne? Es ist natürlich ein Riesenvorteil. Wir können für unseren Wahlkampf viel mehr Städte besuchen, werben und bespielen, als wenn es nur einer wäre. Weil die Wege wären ja nicht kürzer dadurch, dass es nur eine Person ist. Und insofern gibt es da eine sehr gute Abstimmung. Es gibt allerdings 2 Städte, die 3, wenn man ehrlich ist,
die ein besonderes Vergnügen hatten, die haben gemeinsame Auftritte von Katja und mir erlebt. Das war Jena, da wo sie kandidiert, das war Göttingen, was mein Wahlkreis ist, und das wird Berlin, Friedrichshain-Kreuzberg am Freitag vor der Wahl sein, da wird die bundesweite Abschlussveranstaltung unseres Wahlkampfes sein. Ansonsten touren wir munter durch das Land, telefonieren immer morgens, wie die Lage ist, und ja, das ist eigentlich ganz praktisch so. Wahlkampf im Doppelpakt, sehr erfolgreich. Wir sind jetzt gespannt auf die Themen, die im Wahlkampf relevant sind. Und damit überlasse ich dir das Rednerpult, lieber Jürgen. Ja, danke, liebe Ingrid, lieber Andreas, meine Damen und Herren. Wenn man wissen will, warum man Grün wählt, oder das sollte, dann kann man das nachlesen. Die Grünen sind ja in diesen Fragen sehr gründlich, einen sehr umfassenden Prozess aufgeschrieben, was unsere politischen Zielsetzungen für die nächsten Jahre sind. Das gibt es ja auch, ist 340 Seiten stark, hat es über 1800 Änderungsanträge zugegeben. Sie merken, das ist ein Unterschied gegenüber einem Wahlprogramm wie bei der CDU, wo 10 Tage vor der Wahl noch nicht mal die Präsidiumsmitglieder den Inhalt kannten, sondern nur ungefähr 16 Leute, die daran gearbeitet hatten, dieses Programm zu erstellen. Aber da wir uns auch gedacht haben, dass Sie, wenn Sie Ihre Wahlentscheidung treffen, nicht unbedingt mit Marker ein ganzes Buch durchlesen will, hatten wir schon in der Verabschiedung über dieses Programm gesagt, wir sagen den Menschen mal so, was erwartet sie die nächsten 4 Jahre, was will man eigentlich umsetzen? Das haben wir in 58 Projekten getan, die am Ende eines jeden Kapitels sind. Und dann hat etwas in Ergänzung zu der Urabstimmung stattgefunden, über das ich mich sehr gefreut habe. Wir haben nämlich uns hingesetzt und gesagt, auch mit 58 Projekten, man muss schon auswählen, was einem am wichtigsten ist und was am Ende des Tages auch das ist, was man zuerst in einer solchen Regierung umsetzen möchte. Dann haben sich 15.000 Grüne getroffen, an einem Wochenende in 400 Veranstaltungen haben die 9 Schwerpunkte festgelegt. Was sind eigentlich die wichtigsten Punkte für das, was wir grüner Wandel nennen? Wie wollen wir dieses Land moderner, gerechter und nachhaltiger machen? Und darüber wollte und soll ich heute Abend sprechen. Ich will aber an einer Stelle vorweg noch einen Appell setzen. Es kann sein, dass Sie die 9 Projekte der Grünen nicht überzeugen. Es kann sein, dass Sie denken, nee, ich will doch was anderes wählen. Ich bin damit nicht zufrieden. Meine Bitte ist, das Beste, was Sie tun können bei dieser Wahl, ist Bündnis 90 Die Grünen zu wählen. Aber wenn Sie dazu nicht entschließen können, gehen Sie trotzdem hin. Ich glaube, dass Demokratie, selbst bei den Entscheidungen, die einem nicht passen, besser ist, wenn viele darüber entschieden haben. Und das ist der Grund, warum wir in diesem Wahlkampf über unsere politischen Ziele, über unsere Vorstellungen, über das, was anders werden soll in diesem Lande, sprechen. Und warum wir auch erklären, wie wir das machen. Und natürlich macht man sich da auch angreifbar, das gehört dazu. Und das hat man auch ein Stück Test auf das, was man an einer solchen Stelle vertritt. Aber ich finde das ein erwachseneres Herangehen an Politik, als das, was wir die letzten Monate so erfahren haben. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wussten Sie schon, dass Frau Merkel in ihrer Jugend auf Partys Bier verkauft hat? Ist es für Sie nicht beeindruckend, dass Sie vor 30 Jahren die Legende von Paul und Paul einen ganz tollen Film fand? Und hätten Sie gedacht, dass unsere Bundeskanzlerin Kohlrouladen kochen kann und das Rezept veröffentlicht? Ehrlich gesagt, ich hätte mir manches davon denken können, aber des Kohlrouladen-Rezepts hätte ich nicht bedurft.
Ich kann das sogar vegetarisch und mit Fleisch. Aber mich hätte eigentlich bei der amtierenden Bundeskanzlerin vielleicht akzeptiert, mehr interessiert, wie gehen Sie eigentlich mit den steigenden Mieten in vielen Orten um? Was wollen Sie dagegen konkret tun? Wollen Sie nur von einer Mietpreisbremse reden? Oder wollen Sie die Politik fortsetzen der letzten 4 Jahre, wo unter Ihrer Kanzlerschaft die Möglichkeit von Mieterhöhungen erleichtert worden sind? Man kann jetzt innerhalb von 3 Jahren um 20% erhöhen. Und wo der Rechtsschutz für Mieter, die solchen Dingen ausgesetzt sind, verschlechtert worden ist. Es hilft nicht mehr, einen Prozess gegen eine Kündigung zu gewinnen, weil der Prozess schützt nicht mehr vor Zwangsräumung. Das ist der reale Inhalt der Politik. Und das meint Frau Merkel, wenn sie von einer Mietpreisbremse redet, nämlich leichtere Kündigungsmöglichkeiten für Mieter und leichtere Mieterhöhungsmöglichkeiten für Vermieter. Das ist nicht unser Verständnis, mit den Nöten und Bedürfnissen dieser Menschen umzugehen. Oder vielleicht hätten wir von ihr auch vielleicht lieber als die Zutatenliste für Kohlrouladen gehört, was denn die Haltung der Bundesregierung zu dem abscheulichen Krieg in Syrien ist. Dort hat es ein Verbrechen gegeben, monströses Verbrechen, zum nicht ersten, aber einen der wenigen Male, wo seit 1925, seit die Chemiewaffenkonvention gilt, in einem mörderischen Bürgerkrieg, der 110.000 Menschen das Leben gekostet hat, in einem solchen Bürgerkrieg Giftgas eingesetzt worden ist. Wir Grünen haben von Anfang an sehr klar gesagt, wir möchten, dass es hierauf eine Antwort gibt. Auf diesen Verstoß gegen das Völkerrecht kann es nur eine Antwort geben, auf der Basis des Völkerrechts. Man darf eine solche Antwort nicht blockieren, wie es die Russen tun. Man darf aber auch eine solche Antwort nicht unterlaufen, indem man leichtfertig sich selber anstelle der Völkergemeinschaft zum Sheriff erklärt und dort militärisch eingreift. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich suche immer noch die Position der Bundeskanzlerin hierzu. Am Anfang dieses Prozesses hat sie betont, wir seien solidarisch mit den USA. Im zweiten Schritt des Prozesses hieß es, aber auf keinen Fall würde man sich militärisch dran beteiligen. Im dritten Teil des Prozesses war es dann doch wieder die Solidarität mit den USA. Dann wurde eine Erklärung nicht unterschrieben und am Ende des Tages hat sie etwas unterschrieben. Da steht drin, dass auch jenseits der Vereinten Nationen die Bundesrepublik Deutschland alle Bemühungen der USA und anderer, die anderen sind nicht definiert, unterstützt, gegen die Chemiewaffen in Syrien vorzugehen. Das ist ein Freibrief. Und ich hätte mir eigentlich eine Bundesregierung gewünscht, die sich so verhält wie das britische Unterhaus, nämlich gesagt hat, das ist Sache der Vereinten Nationen und wir lehnen leichtfertige militärische Operationen an dieser Stelle ab. Und da bin ich bei 2 Alternativen, die Sie bei dieser Wahl haben. Syrien, muss es eine Antwort geben? Ich bin der Auffassung, diejenigen, die dafür verantwortlich gehören, die gehören vor den Internationalen Strafgerichtshof. Man wird sie vielleicht nicht morgen früh festnehmen können. Aber den Rest ihres Lebens müssen sie gewahr sein, in Den Haag und am Ende im Knast zu landen. Das ist in meinen Augen die richtige Lehre aus Srebrenica. Und man muss solche Konflikte dadurch begrenzen, dass man aufhört, dort Waffen reinzuliefern. Das ist das Problem. Die Russen haben dort Waffen reingeliefert. Und um das auszugleichen, haben wir, nein, nicht wir, auch nicht die Europäer, Saudi-Arabien und Katar im ganz großen Stil dort Waffen reingeliefert. Und das Ergebnis wissen wir heute schon. Wir wissen nicht, wer den Krieg in Syrien gewinnen wird, aber wir wissen heute schon, wer ihn verloren hat. Das ist die demokratische Opposition gegen Assad, die ist nämlich nicht nur von Assad bekämpft worden, sondern die wird auch niedergemetzelt von den Al-Nusra-Brigaden, die Saudi-Arabien und Katar mit Waffen ausgestattet haben. Und das zeigt für mich,
Solche Kriege beendet, begrenzt, beschränkt man nicht. Politische Lösungen erzwingt man nicht und drängt dahin, indem man zusätzlich Waffen in diesen Konflikte reinschickt. Und deswegen sagen wir Grünen in diesem Wahlkampf, gerade vor diesem Hintergrund, die neue Merkel-Doktrin, die sagt, wir wollen keine Soldaten mehr ins Ausland schicken, wir schicken lieber Waffen an Verbündete. Und das ist dann die Begründung, dass innerhalb weniger Jahre unter ihrer Regentschaft die Rüstungsexporte sich verdoppelt haben, von 6 auf über 11 Milliarden Euro. Dass diese verdoppelten Rüstungsexporte im ganz großen Stil gegangen sind an Katar und an Saudi-Arabien. Sind Gedanken an Länder, die nach innen nicht demokratisch sind, von Petitessen, aber erheblichen Einschränkungen der Freiheit, dass Frauen keinen Führerschein machen dürfen, über ein barbarisches Justizsystem, bis dahin, dass Saudi-Arabien aktiv mit eigenen Panzern dazu beigetragen hat, die Demokratie in Bahrain niederzuwälzen und dass Saudi-Arabien bis heute nicht nur die Al-Nusra-Brigaden in Syrien finanziert und ausrüstet, sondern auch anderswo, unter anderem etwa in Mali, Dschihadisten unterstützt. Und da beißt sich dann die Logik von Frau Merkel in den Schwanz. Was ist in Mali? Da fliegen wir jeden Tag Soldaten aus den Nachbarstaaten Malis von Dakar nach Bamako, damit die gewählte Regierung dort vor solchen Dschihadisten schützen. Das zeigt, Waffenexporte sind nicht nur eine fragwürdige Praxis, es ist nicht nur falsch, undemokratische, despotische Regimes zu unterstützen und auszustatten. Stabilität kann es nur mit Demokratie und Rechtsstaatlichkeit geben. Es ist auch eine Gefährdung unserer Sicherheit, die am Ende regelmäßig dazu führt, dass Soldaten losgeschickt werden müssen, die von uns gelieferten Waffen wieder einzusammeln. Und mit dieser Logik müssen wir Schluss machen. Deswegen streiten wir in diesem Wahlkampf für ein Rüstungsexportkontrollgesetz. Das ist einer der neuen Gründe, warum Sie bei dieser Wahl Bündnis 90 die Grünen wählen sollen. Dieser Krieg hat übrigens nicht nur 100.000, 110.000 Menschen das Leben gekostet. Er hat über eine Million Menschen von Syrien in den Libanon, über eine Million aus Syrien nach Jordanien vertrieben, Hunderttausende in die Türkei. Diese Länder drohen selber in den Strudel des Abgrunds eines Krieges zu rutschen. Und in dieser Situation hat die Bundesregierung sich ganz großzügig gezeigt. Schon vor einem halben Jahr hat sie angekündigt, 5.000 Flüchtlinge aufzunehmen aus Syrien. Nach 6 Monaten Gerede darüber sind gestern die ersten 110 in Hannover angekommen. Ich will Ihnen mal eine Zahl dazu sagen. 5.000 Flüchtlinge, das ist die Zahl der Flüchtlinge aus Syrien, die jeden Vormittag in den Irak fliehen. Der Irak ist kein Hort der Menschenrechte, da dürfen wir nicht hinabschieben. Da fliehen Menschen hin, weil die Situation in Syrien so unerträglich ist. Aber 5.000 fliehen an einem Vormittag. Und Herr Friedrich glaubt, er sei großzügig, wenn wir das Kontingent eines Vormittages in unserem Land aufnehmen. Ich möchte einen anderen Vorschlag machen. Ich möchte den Vorschlag machen, dass all diejenigen, die Verwandte haben in Syrien, in den Flüchtlingslagern, dass denen erlaubt wird, die hierher zu holen. Das ist doch das Mindeste, dass man seinen Bruder, seinen Schwager, seine Neffen, die da im Zelt sitzen, hierher holen kann. Insbesondere, wenn diejenigen, die sie herholen, sagen, ja, wir kommen für die auf, wir zahlen für die Krankenversicherung, wir machen das. Und trotzdem lässt man die nicht rein. Da sehen Sie den Unterschied zwischen Schwarz-Gelb und Grüne in der Verantwortung. Es ist das rot-grüne Rheinland-Pfalz, was auf eine solche Initiative drängt. Und ich finde, das ist das Minimum an Menschlichkeit, dass die Syrerinnen und Syrer, die aus diesem Lande einmal hierher eingewandert sind, ihre Verwandten vor diesem Krieg in Sicherheit bringen können. Und dann reden wir nicht von 5.000, sondern wahrscheinlich eher von 50.000 Menschen. Applaus
Aber da muss man auch übrigens als Zivilgesellschaft den Mut haben, sich dazu zu bekennen. Diesen Mut haben viele. Ich habe vor einigen Wochen in Berlin ein leerstehendes Gymnasium besucht. Das ist jetzt umgewandelt zu einem Flüchtlingswohnheim ins Hellersdorf. An dem Tag, wo ich hinkam, kamen die ersten Flüchtlinge dort an. Es war Zufall. Ich sprach mit ihnen. Es waren 4 unter anderem aus Syrien. Aber als ich dieses Gebäude betrat, da stand auf der gegenüberliegenden Seite der braune Mob und brüllte Flüchtlinge raus. Ich weiß nicht, wer diesen rosa Nazi in der Tagesschau gesehen hat. Und ich bin froh darüber, dass diese Flüchtlinge von Polizeibeamten und Polizeibeamten geschützt worden sind. Aber ich bin mindestens so froh darüber, dass es zum Beispiel eine evangelische Kirchengemeinde in Hellersdorf gibt, die sich aktiv für diese Flüchtlinge einsetzt. Ich bin froh darüber, dass Grüne, Linke, Gewerkschafter, auch der Sozialsenator von Berlin, ein Christdemokrat, sich vor diese Flüchtlinge stellt. Solche Arbeit gelingt nur, wenn Bürgerinnen und Bürger sich aktiv engagieren und einbringen. Wie wollen wir mit dem Neonazismus in diesem Lande fertig werden? Wie können wir es verhindern, dass erneut über 13 Jahre ein wohlorganisiertes Netzwerk von Neonazis eingebettet in einen breiten Sympathisantenkreis 10 Menschen umbringt? Ja, wir brauchen dafür Polizei. Wir brauchen funktionierende Sicherheitsorgane. Aber wir brauchen insbesondere das Engagement der Bürgerinnen und Bürger beim Kampf für die Demokratie, beim Kampf um die Köpfe der Menschen. Und das praktizieren solche Initiativen wie diese kleine Kirchengemeinde in Hellersdorf. Und jetzt sollte man doch denken, dass eine Bundesregierung vor Freude in die Hände schlägt, wenn sie sagt, da kämpfen Menschen für die Demokratie, die müssen wir unterstützen. Ja, weit gefehlt. Da hat man die Rechnung ohne Christina Schröder gemacht. Christina Schröder glaubt nämlich, unsere Familienministerin, dass wer gegen rechts kämpft, eigentlich potenziell ein Verfassungsfeind ist. Und bevor die Zuschüsse aus dem Familienministerium bekommen, sollen die nachweisen, dass sie auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Mal im Ernst, wie kommt Christina Schröder dazu, die evangelische Kirche Mecklenburg, diese Kirchengemeinde in Hellersdorf, den Deutschen Gewerkschaftsbund oder auch uns Grüne auf unser Verhältnis zum Grundgesetz zu vernehmen? Ich finde, eine Ministerin, die Menschen, die um Demokratie kämpft, als Verfassungsfeinde verdächtigt, die hat selber ein Problem mit dem Grundgesetz und ich finde, die gehört abgewählt. Und das ist der zweite Punkt für uns. Wir wollen, dass in diesem Lande solche Arbeit unterstützt wird, dass der Kampf gegen den Rechtsextremismus, gegen Rechtsradikalismus, der seit der deutschen Wiedervereinigung weit über 100 Menschen in diesem Lande das Leben gekostet hat, dass das endlich zu einer Aufgabe wird, der sich die ganze Regierung und die ganze Gesellschaft stellt. Und dafür muss man das zivile Engagement der Gesellschaft unterstützen. Aber Sie merken schon, ich habe gewisse Zweifel an der Aussage der Bundeskanzlerin, dass diese Regierung die erfolgreichste seit der Wiedervereinigung ist. Dann müsste ja Christina Schröder die erfolgreichste Frauenministerin sein. Sie ist die erste Frauenministerin, die aktiv gegen eine Frauenquote arbeitet. Das wäre Rita Süssmuth nie in den Sinn gekommen. Aber sie ist ja auch sonst wie schräg drauf. Ja. Wenn Sie sagen, ich gehe nicht ins Schwimmbad hier, kriege ich dafür Geld, dann würde man sie ja für verrückt erklären. Mit der gleichen Logik operiert Christina Schröder. Nur die gibt das Geld. Die gibt Eltern dafür Geld, dass sie ihre Kinder nicht in die Kita schicken. Welche Eltern nehmen das besonders leicht an? Ja, die, die wenig haben. Was sind das für Kinder? Das sind die Kinder, die es am dringendsten nötig haben, mit anderen Kindern zusammen zu spielen und von guten Erzieherinnen und Erziehern
sehr früh in frühkindliche Bildung gebracht zu werden, die, die am meisten gefördert werden müssen. Anders gesagt, dieses Betreuungsgeld ist nicht nur mit Blick auf die Frauen, sondern insbesondere mit Blick auf die Kinder integrationsfeindlich. Es ist ein Stück Desintegration. Man hält die soziale Spaltung der Gesellschaft, das Anbinden, dass Menschen, die gute Bildung erreichen wollen, viel häufiger aus Häusern kommen, wo die Eltern schon gute Bildung hat. Man lässt also diese soziale Selektion, die verschärft man. Und dann heißt es ganz oft, das müsse man ja machen wegen der Wahlfreiheit. Also sie sind alle in ihrer Wahlfreiheit behindert, wenn sie sagen, sie wollen nicht ins Schwimmbad gehen und dafür kein Geld kriegen. Aber die Wirklichkeit ist doch andersrum. Die Wirklichkeit ist doch so, dass wir Eltern nur Wahlfreiheit haben, wenn wir die Chance haben, uns zwischen was zu entscheiden. Wenn es keinen Betreuungsplatz gibt, gibt es keine Wahlfreiheit. Dann kann ich nicht sagen, ich bleibe eine Weile zu Hause. Und deswegen wollen wir Grüne, und das ist der nächste Punkt, ganz bewusst, wir wollen dieses Betreuungsgeld abschaffen. Wir wollen dieses Geld nehmen und investieren in neue Kita-Plätze, in bessere Ausbildung von mehr Erziehern und Erzieherinnen, damit es eine gute Betreuung und einen tatsächlichen realisierten Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz in diesem Lande gibt. Und dann sagen viele, wieso soll wir hier denn eigentlich, oder was hat das mit der Rolle der Frauen zu tun? Ganz einfach. Es muss doch irgendwo herkommen, dass die Frauen in diesem Lande, die die besseren Zeugnisse haben, die besseren Schulabschlüsse, wenn sie dann im Berufsleben stehen, im Schnitt 23% weniger verdienen als die nicht ganz so begabten Männer. Und noch schlimmer ist es im Alter, dass Frauen 40-50% geringere Renten- und Pensionsansprüche haben. Das hat ursprünglich was mit fehlenden Betreuungsangeboten zu tun. Nicht nur in der Kita, sondern auch, wenn die Kinder dann in die Schule kommen und erneut die Diskussion losgeht, wer bleibt denn eigentlich zu Hause, weil die Kinder schon um 14 Uhr wieder da sind. Und deswegen wollen wir Grünen uns dafür einsetzen, dass endlich zusätzlich Geld mobilisiert wird für Kindertagesstätten, für Investitionen in Ganztagsschulen. Und wenn es gelingt, mehr Kinder auf diese Weise eine bessere Schulbildung zu verschaffen, dann wollen wir dafür Sorge tragen, dass mehr Menschen Zugang auch zur Hochschulausbildung haben, dass sie, wenn sie an der Hochschule sind, in den mittlerweile ja total verschulten Bachelorstudiengängen, die nicht absolvieren müssen, auf den Fußboden und den Treppen des Audimax, und dass sie, wenn sie studieren, nicht dauernd gezwungen sind, nebenher zu jobben. Deswegen wollen wir, dass zusätzlich 1 Milliarde in Studienplätze ausgegeben wird und dass zusätzlich mehr Studierende einen Anspruch auf BAföG und auf ein höheres BAföG haben. Das sind die 10 Milliarden, die wir in diesem Wahlkampf versprechen, um endlich einen Schritt hinzumachen, um mehr Menschen in gute Bildung zu bringen. Es gibt da ein Hindernis, und das hat vielleicht auch mit Ihrer Wahlentscheidung heute zu tun. Eigentlich dürfen wir das als Bundespolitiker gar nicht. Und ich muss mich da ja auch immer sehr vorsichtig bewegen. In einem Land, das bis jetzt noch diesen Monat, glaube ich, den Bundesratspräsidenten stellt, der großen Wert auf die eigene Rolle der Länder legt. Aber das kann ich, glaube ich, mit ihm zusammen guten Gewissens sagen, mit Winfried. Was hat die Große Koalition bis 2009 eigentlich hingekriegt? Mir fallen zwei wesentliche Dinge ein. Die Abwrackprämie, das fand ich nicht so klug. Und das Zweite, die Föderalismusreform. Föderalismusreform hatte einen wesentlichen Punkt. Man hat nämlich entschieden, dass künftig das nicht mehr passieren darf, was wir unter Rot-Grün gemacht haben. Wir haben nämlich
den Ländern und den Kommunen Geld gegeben, dass sie ihre Ganztagsschulen ausbauen können. 70% der Eltern wollen Ganztagsschulen. Wir haben im Bundesschnitt 30. Und dann hat man damals beschlossen in der Großen Koalition, dass das nie wieder vorkommen darf, und man hat ins Grundgesetz ein Kooperationsverbot reingebracht. Und ich möchte Sie davon überzeugen, gegen diesen Unsinn zu votieren. Wenn Bildung die Aufgabe der Zukunft ist, dann müssen für diese Aufgabe der Zukunft Bund, Länder und Gemeinden an einem Strick ziehen. Und wenn sie an einem Strang ziehen, dann kooperieren sie, und deswegen muss das Kooperationsverbot in der Bildung endlich verschwinden. Und das geht nur mit anderen Mehrheiten. Das ist unsere Vorstellung eines moderneren Deutschland. Manche meinten ja in letzter Zeit, die Grünen wären so für Verbote. Keine Sorge, ich sage nachher nochmal was wir wirklich verbieten wollen. Aber in dem Zusammenhang will ich gerne eine Geschichte ansprechen, wo ich dezidiert gegen Verbote bin. Ich finde es unsinnig, dass man Flüchtlingen verbietet zu arbeiten und sie zwingt, lieber Hartz IV zu kriegen. Das ist Blödsinn. Und dann möchte ich noch ein weiteres Verbot weghaben. Das ist das Verbot der doppelten Staatsbürgerschaft. Was heute dazu führt, dass Menschen, die hier geboren sind, als Deutsche aufgewachsen sind, im Alter mit 23 Gefahr laufen, ausgebürgert zu werden, außer sie werfen die Staatsangehörigkeit ihrer Eltern und Großeltern beiseite. Das ist ein unzumutbarer Vorgang, und dafür streiten wir auch. Da sind wir strikt gegen Verbote. Ich habe vorhin von denjenigen gesprochen, die ihre Kinder beim Betreuungsgeld dann mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht in die Kita schicken, weil sie auf das Geld angewiesen sind. Ich kann Ihnen auch benennen, wer das ist. Das ist zum Beispiel die Bäckereifachverkäuferin, die für 3,40 Euro auf einem Bahnhof in Deutschland Brötchen verkauft. Das sind diejenigen, die in Tarifverträgen arbeiten müssen für 5, 6 Euro. Das sind diejenigen, denen auf Jobbörsen der Arbeitsagentur von Hoteliers angeboten wird, ihr könnt bei uns arbeiten, regt euch nicht über das Gehalt auf, hier ist der Antrag für Hartz IV, wir helfen, das auch aufzufüllen, was ihr von mir nicht genug kriegt, das wird ja aufgestockt. Wird die letzten Tage oft gefragt, kann man denn nicht mal sparen in diesem Land? Ja, man kann sparen. Man kann sich den Eurohawk sparen, man kann sich das Betreuungsgeld sparen, und ich finde auch, man kann einen großen Teil der 2,5 Milliarden Euro sparen, die wir jedes Jahr für das Aufstocken von Niedriglöhnen ausgeben, durch einen gesetzlichen Mindestlohn, der spart nämlich Geld. Ich möchte einen Zustand beenden, wo wir in Deutschland mittlerweile einen größeren Niedriglohnsektor haben als in den USA. Wir sind in Europa, was die Größe unseres Niedriglohnsektors gemessen am Arbeitsmarkt angeht, fast Spitze. Wir werden nur von einem Land übertroffen, von Litauen. Und ich finde, für das reichste Land der Europäischen Union ist das ein Platz der Schande und kein Platz der Ehre. Und natürlich wollen wir Grüne, und das waren wir übrigens von Anfang an, für Gerechtigkeit. Wir wollen, dass dieses Land gerechter wird. Wir finden, dass es extrem ungerecht ist, wenn jemand, der krank wird und eine etwas ausführlichere Behandlung braucht und zum Facharzt will, wenn der anruft, um einen Termin nachfragen, nicht danach gefragt wird, ey, was ist denn die Diagnose? Wie geht's dir? Wie dringlich ist es? Sondern als erstes gefragt wird, wie bist du denn versichert? Und dass sich die Terminvergabe dann danach richtet, ob jemand Angestellter, Beamter oder Arbeiter und Angestellter ist, ob er gesetzlich oder privat versichert ist. Ein Kranken- und ein Gesundheitssystem, was Menschen danach nicht danach behandelt, was die Diagnose ist, sondern danach, wer er versichert ist,
ein solches Gesundheitssystem ist ein Zweiklassensystem. Das wollen wir beenden durch die grüne Bürgerversicherung. Hat übrigens einen weiteren Vorteil, wenn viele Menschen, oft ja Menschen auch mit gutem Einkommen und einem sehr geringen Arbeitsmarktrisiko, jedenfalls die Wahrscheinlichkeit beispielsweise für Beamtinnen und Beamte arbeitslos zu werden, ist nicht so groß. Wenn die einzahlen in eine gemeinsame Versicherung für alle, bin mir nicht sicher, dass das gut geht. Ja. Danke. Wenn die einzahlen, dann können die Beiträge für alle ein Stück weit sinken. Und auch das ist ein Schritt hin zu mehr Gerechtigkeit. Ich sage Ihnen auch, sowas setzt man in dieser Gesellschaft nicht einfach so durch. Dann nützt es überhaupt nichts, dass 3/4 der Bevölkerung ausweislich aller Umfragen für eine solche Bürgerversicherung sind. Da gibt es Kräfte, die sind dagegen. Zum Beispiel der Verband der privaten Zahnärzte. Ja, der schaltet Anzeigen, kauft sich so, wenn Sie mit dem ICE fahren, gibt es ja immer diese Zuchtbegleiter, da wird dann seitens der privaten Zahnärzte gegen die grüne Bürgerversicherung gewettert. Und ich sage Ihnen, das ist mit meinem Verständnis von Demokratie nicht zu vereinbaren. Ich finde es legitim, wenn Berufsgruppen ihre Einkommensquellen verteidigen. Das muss so sein in einer Demokratie. Das gehört auch zum Streit. Aber es kann nicht sein, dass sich Politik einfach zum Gefolge solcher Minderheitsinteressen macht und den Willen einer großen Mehrheit in diesem Lande einfach ignoriert. Zumal auch die grüne Bürgerversicherung die Honorare für die Ärzte, die diese aus der jetzigen privaten Krankenversicherung beziehen, nicht kappen möchte, weil wir wissen auch, dass da Investitionen und anderes dran hängen. Und deswegen sind wir Grünen der Auffassung, wir bauen dieses Gesundheitssystem um, dass alle nach gleichen Bedingungen versichert sind, aber wir wollen nicht Menschen, die Investitionen getätigt haben, in Röntgenapparate und ähnliche, dann anschließend in den Konkurs treiben. Also hat auch die Senkung der Beiträge eine gewisse Grenze, auch bei Grünen. Aber wenn ich über Einfluss von Lobbys spreche, dann kann man, glaube ich, an so einem Tag nicht davon schweigen, was in den letzten Monaten in Deutschland passiert ist. Es gibt ja Lobbys, die wollen, und die machen richtig Kampagne und Wahlkampf dafür, dass Angela Merkel wiedergewählt wird. Und das sind keine anonymen Mächte. Ein bisschen Transparenz gibt es schon. Es liegen richtig Selbstanzeigen vor, für die Merkel-Unterstützer. Das war beim Bundestagspräsidenten. Der muss sofort veröffentlichen, wenn an Parteien Großspenden gehen. Großspenden sind Spenden über 50.000 Spenden, die wir nach unseren Regeln nicht annehmen dürfen. Deswegen haben wir auch keine gekriegt, die Linke hat auch keine gekriegt. Aber erstaunlich ist, was da in den letzten Monaten passiert ist. Allein im Monat Juli hat die CDU 400.000 Euro Großspenden bekommen. Die CDU hat in diesem Jahr mehr Spenden gekriegt als FDP, CSU zusammen. Wie gesagt, die anderen beiden sind da eh außen vor. Und da finde ich eigentlich spannend, da bin ich bei meinem 6. Grund, grün zu wählen. Wer da spendet und frage mal, warum und wofür. Da spendet zum Beispiel die Berenberg Bank. Am Tag, morgen jährt sich zum 5. Male der Tag der Lehman-Pleite, der großen Finanzkrise. Meinen Sie, dass wir heute vor einem solchen Vorgang besser geschützt sind als vor 5 Jahren? Ich verlasse mich da auf die Deutsche Bundesbank. Die sagt, wir sind kein Stück besser geschützt. Wenn das heute so wieder passieren würde, würden wir erneut genau gezwungen sein, genau so zu handeln. Und was heißt das? Wir wären erneut gezwungen, mit Steuermitteln Banken zu retten. Wir wären erneut gezwungen, aus Bankschulden Staatsschulden zu machen. Genau das ist 2008, 2009 passiert. Und wofür bedankt sich jetzt die Berenberg Bank bei Frau Merkel? Ganz einfach. Seit Monaten
blockiert Frau Merkel, dass es eine wirksame europäische Bankenaufsicht gibt, die auch das Recht hat, eine marode Bank einfach abzuwickeln und zuzumachen. Also das, was im Mutterland des Kapitalismus in den USA während der Finanzkrise 465 Mal passiert ist, aber in Deutschland nicht. Zweitens, sie blockiert, dass es einen von den Banken finanzierten europäischen Bankenabwicklungsfonds gibt. Weil es reicht ja nicht, eine Bank zuzumachen. Eine Bank hat Einleger. Sie haben ihr Geld wahrscheinlich auch auf einer Bank. Sie wollen für Misswirtschaft im Investmentbankbereich nicht haften mit ihrem Vermögen. Also muss das bezahlt werden. Und das ist der Grund, warum wir sagen, dafür müssen die Banken insgesamt Vorsorge treffen. Wir brauchen einen solchen Fonds. Frau Merkel blockiert es. Und das Dritte. Stellen Sie sich mal vor, Sie überlegen sich, Sie kaufen eine Wohnung und sagen, ach, ich bin ja nicht so reich, aber 2-3% der Kaufsumme kann ich auf den Tisch legen. Ich gehe mal zur Deutschen Bank und hole mir für die restlichen 98-97% einen Kredit. Das Gespräch dürfte nicht lange dauern bei Ihrem Sachbearbeiter. Dabei sind Sie dort aufgelaufen mit der Eigenkapitalquote der Deutschen Bank. Die Deutsche Bank hat gemessen an der Bilanzsumme ein Eigenkapital von 2,6%. Anders gesagt, wenn da was schief geht, dann sind wir genau wieder in der Situation, in der wir mit der Commerzbank, mit der Industriekreditbank, mit der Hypo Real Estate 2008 gewesen sind. Nämlich, dass der Staat einspringen soll. Und das wollen wir verhindern. Und deswegen sagen wir, wir brauchen endlich eine gesetzliche Regelung, die die Banken zwingt, genügend Eigenkapital vorzuhalten. Es kann nicht sein, dass der schwäbische Mittelständler zwischen 11% und 20% Eigenkapital hat und die Deutsche Bank mit 2,6% nach Hause gehen darf. Das darf nicht sein und deswegen brauchen wir eine Schuldenbremse auch für Banken. Und wer möchte, dass es endlich eine Schuldenbremse für Banken gibt, der muss am 22. Bündnis 90 die Grünen wählen. Wir haben ja eine schwierige Situation in Europa. Ich glaube, auch bei einer nationalen Wahl muss man über Europa. Und dieses Europa wird auseinanderkrachen, wenn man weiter zuguckt, wie in Spanien, in Griechenland 50-60% der jungen Menschen unter 25 arbeitslos sind. Man kann darauf so antworten wie Volker Kauder. Volker Kauder ist ja ganz stolz darauf, Europa spricht jetzt Deutsch. Wir müssen sparen, bis es quietscht. Und auf die vom Sachverständigenrat der Bundesregierung vorgeschlagene Idee, wir machen einen Altschuldentilgungsfonds, der die Schulden der Länder endlich mal runterbringt, hat er gesagt, das kommt nicht in Frage, dann liegt der Grieche nur noch in der Sonne. Da ist für mich die Grenze zum Rassismus wirklich überschritten. Volker Kauder müsste wissen, dass in Griechenland die Menschen zum Teil deswegen in der Sonne sitzen müssen, weil dort gespart wurde, dass es quietscht. Und weil dieses Sparen, bis es quietscht, dazu geführt hat, dass dieses Land mittlerweile sich in die Rezession hineingespart hat. Die haben heute kein Ausgabeproblem mehr, sie haben ein Einnahmeproblem, weil so wenig Leute arbeiten, kriegen sie keine Steuern und die Staatsverschuldung in Griechenland wächst immer weiter. Lassen Sie sich nichts anderes erzählen, sie wächst immer weiter. Alles andere, das treibt uns alle um. Aber dann sagt Frau Merkel, wieso? Man muss doch nur sparen. So wie ich. Ich bin eine schwäbische Hausfrau. Die erste schwäbische Hausfrau aus der Uckermark. Ja, schauen Sie das sich mal genau an. Frau Merkel ist verantwortlich für die letzten 4 Jahre für allein 100 Milliarden neuer Schulden des Bundes. Die Verschuldung des Bundes kostet uns jedes Jahr 36 Milliarden Euro an Zinsen. Das ist der drittgrößte Etatposten. Wenn man die 8 Jahre der Kanzlerschaft von Frau Merkel nimmt und mal guckt, wie sieht das eigentlich aus mit der gesamtstaatlichen Verschuldung? Wie viele Schulden haben wir seit dem Zweiten Weltkrieg mit der Deutschen Vereinigung aufgehäuft? 2,2 Billionen. 500 Milliarden von diesen 2.200 Milliarden sind angefallen in der Kanzlerschaft von Dr. Angela Merkel. Ich bin ja Fischkopf.
ich verbringe viel Zeit in Berlin. Da soll es gelegentlich Bundestagsvizepräsidenten geben, die was gegen Schwäbinnen und Schwaben haben, im Prenzlauer Berg. Ich möchte anders als Wolfgang Thierse die schwäbische Hausfrau vor Frau Merkel in Schutz nehmen. Die wenigsten schwäbischen Hausfrauen schließen unentwegt Ratenkreditverträge hinter dem Rücken ihrer Familie ab und lassen die von ihren Kindern bezahlen. Und deswegen müssen wir runter von diesen Schulden. Das ist übrigens der Grund, warum wir sagen, wir lernen von Ludwig Erhard und die 100 Milliarden Euro, die wir in der letzten Finanzkrise aufgehäuft haben, die wollen wir über 10 Jahre abtragen und die tragen wir dadurch ab, dass all diejenigen, die über mehr als 1 Million Privatbesitz verfügen, sich an dem beteiligen, was unter Ludwig Erhard Lastenausgleich hieß und wie er die Schulden des Zweiten Weltkrieges abgetragen hat und was wir Vermögensabgabe nennen. Eine Abgabe, die dazu dient, diese 100 Milliarden innerhalb von 10 Jahren abzubauen, damit nicht wir alle weiter dafür Zinsen bezahlen müssen. Und da habe ich ja von einigen gehört, gelegentlich sagen dann Leute, der deutsche Mittelstand und der das sagt, ist dann ein Milliardär aus Melsungen. Das würde den deutschen Mittelstand losen. Wussten Sie, dass der deutsche Mittelstand nur 340.000 Menschen umfasst? Ich dachte immer, der wäre viel größer. Ich dachte, er prägt eigentlich ganze Landstriche, insbesondere hier im Südwesten. Aber das ist die Zahl der Menschen, von denen das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung sagt, die würden die Vermögensabgabe nach dem Modell der Grünen zum Ziel des Schuldenabbaus bezahlen müssen. 340.000 Menschen, das ist nicht mal das reichste Prozent dieser Gesellschaft. Und wenn es denn das reichste Prozent dieser Gesellschaft wäre, dann wäre es jenes Prozent, denen gehören von den Privatvermögen in Deutschland in der Größenordnung von über 10 Billionen Euro mehr als ein Drittel. Und liebe Millionäre, eins kann ich euch versprechen. Wenn ihr 10 Jahre Vermögensabgabe bezahlt habt, werdet ihr immer noch das reichste Prozent und werdet immer noch ein Drittel dieses Privatvermögens besitzen, möglicherweise sogar mehr. Aber ihr habt etwas Gutes getan. Ihr habt nämlich der Gesellschaft das zurückgegeben, was sie für euch getan hat. Denn was passierte, als man Banken gerettet hat? Man hat die großen Vermögen, die Einleger, die Gläubiger an dieser Stelle gerettet. Und das, was die Steuerzahler für euch getan haben, das könnt ihr jetzt schrittweise angemessen und mit Augenmaß zurückzahlen. So geht solide und gerecht. Das ist das, wofür wir in diesem Wahlkampf streiten. Aber wenn man darüber spricht, dass man dieses Land moderner, gerechter machen will, dann muss man auch darüber sprechen, dass Gerechtigkeit ja keine Frage ist, die sich nur auf Verteilungsgerechtigkeit bezieht. Das war nie unser Gerechtigkeitsbegriff als Grüne. Wir haben einen anderen. Den Gerechtigkeitsbegriff der Grünen können Sie auf einem Plakat aus dem Gründungsjahr der Grünen lesen. Da steht drauf, wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt. Da stecken zwei Dinge drin. Nämlich erstens, dass Gerechtigkeit keine Sache ist, die man für ein Land alleine kriegt, sondern nur etwas ist, was für alle Bewohner dieses Globus gilt. Das zweite, Gerechtigkeit ist immer etwas, was sich aus der Verantwortung für kommende Generationen speist. Denn in der Tat, wir haben die Erde nur von unseren Kindern geborgt. Und deswegen ist das, was manche Leute, Menschen glauben, sie könnten Gerechtigkeit und Ökologie trennen, völliger Unsinn. Globale Gerechtigkeit hat was zu tun mit Bekämpfung der Armut. Und da frage ich mich immer, warum das eigentlich christlich-demokratische Union heißt, wenn man gleichzeitig öffentlich erklärt, man würde zu seinen Verpflichtungen bei der Entwicklungshilfe nicht mehr stehen und nicht mal das leisten, was Großbritannien, die Skandinavien und die Niederlande leisten, nämlich 0,7% des Bruttosozialprodukts in die Bekämpfung des Hungers der Welt schicken. Nächstenliebe ist keine Liebe, die vor Grenzen Halt macht. Und wenn man über Globalität spricht, dann muss man darüber sprechen,
dass heute die ersten Opfer unserer Art des Wirtschaftens in den ärmsten Ländern der Welt zu finden sind. Und das hat ganz viel mit dem Klimawandel zu tun. Wir haben ja so eine Vorstellung, unseren Wohlstand ausschließlich zu messen am Wachstum des Bruttosozialprodukts. Das ist eine interessante Größe. Das Bruttosozialprodukt wächst, wenn die Grünen sich durchsetzen und ganz viel erneuerbare Energien machen. Dann wächst das. Obwohl wir eine wachstumskritische Partei sind. Haben wir vielleicht was verkehrt gemacht, aber ich finde das trotzdem richtig. Aber das Bruttosozialprodukt wächst auch, wenn wir wie dieses Jahr 8 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen, um die Schäden des Hochwassers der letzten Jahrhundertflut, wir haben jetzt alle 11 Jahre eine Jahrhundertflut an der Elbe, wenn wir das beseitigen, das ist auch Wachstum des Bruttosozialprodukts. Und das heißt für uns, das ist mindestens ein ungenügender Indikator für Wohlstand. Wohlstand ist ja nicht, wenn Fischbeck absäuft oder die Innenstadt von Magdeburg geflutet wird. Und wenn wir wissen, dass sich solche Katastrophen und Starkwetterereignisse häufen werden. Und dann gibt es eine dramatische Entwicklung. Wir haben in diesem Jahr zum ersten Mal erreicht, dass die Konzentration von CO2 in der Atmosphäre auf 400 Parts per Million angestiegen ist. Das ist immer als kritischer Wert definiert worden. Und die Folge ist, der Weltklimarat wird in seinem nächsten Bericht im Oktober erneut seine Prognosen korrigieren müssen. Dem Weltklimarat ist immer wieder vorgeworfen worden, er würde schwarz malen, Katastrophenszenarien an die Wand malen. Er muss sich jetzt zum vierten Mal in Folge korrigieren. Er hat sich viermal nicht korrigieren müssen, weil er die Folgen des Klimawandels zu schlimm beschrieben hat, sondern weil er sie zu optimistisch beschrieben hat. Und die jüngsten Befunde von ihm lauten, im günstigsten Szenario nach den 400 ppm wird der Meeresspiegel um 25 cm ansteigen. Im wahrscheinlichen Fall um 50 cm und im möglichen Fall um 1 Meter. Und das müssen Sie mal übersetzen auf die Deichlinie, wo keine Deiche sind, von Tuvalu, Bangladesch und anderen Ländern. Und das ist die Herausforderung, weswegen wir Grüne über Klimawandel als eine Frage der globalen Gerechtigkeit reden müssen. Und warum ein Wohlstandsindikator, der nur auf Wachstumszahlen setzt, falsch ist, für uns gehört zu einem Wohlstandsindikator auch hinzu, wie viel Treibhausgase emittiert ein Land und ist es auf einem guten Weg dabei, diese Herausforderung des Klimawandels endlich zu bewältigen und zu mindern. Und wenn man das zum Maßstab nimmt, und dafür streiten wir auch in diesem Wahlkampf, dass wir Wohlstand so definieren, dass das in Übereinstimmung mit anderen Völkern und mit kommenden Generationen zu definieren ist, dann stellt dies der schwarz-gelben Koalition ein verheerendes Zeichen aus. Bin ich wieder bei den Spendern? Warum hat wohl der Verband der chemischen Industrie so viel gespendet? Ja, weil Frau Merkel den Emissionshandel kaputt gemacht hat. Den haben wir mal eingeführt. Na, rot-grün Bundesregierung, die Grünen in heftigen Konflikten gegen viele Lobbyisten, gerade aus dem Verband der chemischen Industrie. Der Gedanke dahinter ist ein ganz einfacher. Wenn CO2 einen Preis hat, dann gibt es einen Anreiz, CO2 einzusparen. Deswegen müssen alle, die viel CO2 ausstoßen, CO2-Zertifikate erwerben. Der Staat steuert die Menge. Und wenn er wenig ausgibt, gehen die Preise hoch und dann gibt es Druck darauf, auf Energieeffizienz zu achten. Was hat Frau Merkel, was hat Herr Rösler gemacht? Sie haben so viel Zertifikate aus dem Haus geschmissen, dass kein Emissionshandel mehr stattfindet, dass kein Geld mehr da ist für Einnahmen aus dem Investitionshandel. Die sollten mal Gebäudesanierung finanzieren. Die 3 Milliarden, die wir in diesem Wahlkampf fordern, sind nicht belegt. Die gibt es gar nicht mehr. Und deswegen ist Folgendes passiert. Zum ersten Mal seit Jahren sind in Deutschland unter Frau Merkel die Treibhausgase angestiegen, um 1,6%. Und die Ursache dafür ist, in einem Land, was wie kein anderes die erneuerbaren Energien ausgebaut hat, wo mittlerweile ein Viertel des Stroms übers Jahr gemittelt erneuerbar ist, in einem solchen Land wird so viel Kohlestrom produziert wie nicht zuvor. Und das ist Irrsinn. Es ist Irrsinn, dass an einem Tag,
wo die Sonne scheint, wo der Wind weht, wo wir nicht 25, sondern 50-60% Strom aus Erneuerbaren im Netz haben, die Kohlekraftwerke in der Lausitz, in der Rhein, im Garzweiler einfach weiterlaufen. Die Netze verstopfen, wir zum Teil Windparks abschalten müssen, müssen wir trotzdem bezahlen, ein Teil der Kosten der sogenannten Energiewende, der schwarz-gelben Energiewende, und den Rest verramschen wir in Holland und anderswo. Und ich finde, wir haben bei dieser Bundestagswahl eine Wahl. Wir können wieder dafür sorgen, dass Grüne Verantwortung übernehmen, damit Deutschland wieder zu einem Vorreiter im Klimaschutz wird, dass es aktiv den Klimawandel bekämpft und nicht weiter anfeuert, wie das unter Frau Merkel geschehen ist. Das ist übrigens auch so eine Lobbyfrage. Ich komme ja gar nicht raus aus diesen ganzen Spendern. Gott sei Dank haben wir ja für Transparenz gesorgt. Dieser Tage musste die Bundesregierung verurteilt werden. Die Deutsche Umwelthilfe hatte geklagt, in die Akten des Wirtschaftsministeriums zu gucken, damit sie nachgucken kann, wer denn 2003 bei den ersten Spritobergrenzen in Europa Einfluss auf die Bundesregierung genommen hat, dass es nur zu, ich glaube, 130 Gramm real, nominell 120 Gramm CO2 pro 100 Kilometer gekommen sind. Die Bundesregierung trotz des von den Grünen durchgesetzten Umweltinformationsgesetzes verweigert. Und jetzt ist sie vom Europäischen Gerichtshof verurteilt worden, die Akten aufzumachen. Jetzt geht der Jürgen Resch von der Umwelthilfe hier aus Radolfzell dahin und will da reingucken, sagt der Rösler. Nix, ich befolge das Gerichtsurteil nicht, jedenfalls nicht vom 22. Das ist schon abenteuerlich, ne? Diese, hätte man früher gesagt dazu, legal, illegal, scheißegal, aber das war ein Sponti-Spruch und nicht einer amtierenden Regierung. Aber bei manchen Dingen weiß man ja auch, wie die Einflussnahme folgt. Deswegen ist der nächste Großspender ja auch so interessant. Daimler-Benz gehört auch dazu, die jetzt für Merkel gespendet haben. Da habe ich mich erst im ersten Moment gefragt, ja, warum das denn? Die haben doch ihren eigenen Staatsminister im Kanzleramt, Ecki von Kleen aus Hildesheim. Der wird demnächst Generalbevollmächtigter von denen. Aber dann ist mir eingefallen, ja, es gibt einen guten Grund. Und da muss man nicht in Akten gucken, weil der Brief liegt vor. Es hat in Brüssel auch Klimaschutz einen Kompromiss gegeben zwischen dem Europäischen Parlament, dem Europäischen Rat und der Mehrheit der Mitgliedstaaten. Der hieß kurz gesagt, so mit ein paar Ausnahmeregelungen, aber im Kern, 2020 sollen die Autos durchschnittlich nur noch 4 Liter verbrauchen. Grüne sind natürlich mäkelig und sagen, es ist zu viel. Aber es war ein gelungener Kompromiss und wir hätten den übrigens mitgetragen. Und wer ihn auch mitgetragen hätte, waren wichtige Automobilhersteller. Franzosen, auch so ein unbedeutender Automobilhersteller aus Wolfsburg. Gesagt, können wir machen, ist gebongt. Nur Herr Zetsche von Daimler schreibt einen Brief an die Kanzlerin, sekundiert von Matthias Wissmann, ehemaliger Kabinettskollege von Frau Merkel. Er war hier Abgeordneter und Frau Merkel bremst diesen Kompromiss einfach aus. Es gibt keine Regelung dafür. Und ich sage Ihnen, gerade als jemand, der Teilhaber eines großen Automobilunternehmens ist, ich bin als Bürger Niedersachsen mit 20% an Volkswagen beteiligt. Ja. Und in einem Land wie Baden-Württemberg, das ist nicht nur eine schlechte Nachricht für den Klimaschutz. Das ist auch eine schlechte Nachricht für die deutsche Automobilindustrie. Überlegen Sie mal, was gerade passiert auf der internationalen Automobilausstellung. Da stellt BMW sein erstes Elektroauto vor. Volkswagen stellt Elektroautos vor. Daimler hat Elektrofahrzeuge vom Smart in Ulm und sonst wo schon auf der Straße. Ja, glaubt jemand im Ernst, dass diese Fahrzeuge im Markt, wenn sie nicht als Werbegag gemeint sind, sondern zur Massenmotorisierung dienen soll, eine Chance haben?
wenn Sie mit Ihrem natürlich, weil neue Technologie, höherem Preis antreten müssen gegen Fahrzeuge, die mit alter Technologie so viel verbrauchen dürfen, letztendlich wie Sie wollen? Ich glaube das nicht. Und damit verpassen wir eine riesige Chance für die Weltmärkte, Fahrzeuge zu produzieren, die hier gekauft und hier nachgefüge eins hinzu. Solche Fahrzeuge werden auch so lange keine Chance in diesem Lande haben, solange das so ist, dass wenn Sie einen Audi Q7, BMW X5 oder Porsche Cayenne kaufen und die als Dienstwagen kaufen, und 80-85% dieser Fahrzeuge werden als Dienstwagen gekauft, und Sie dafür dann einen Steuerzuschuss von 15.000 Euro erhalten. Das wird dazu führen, dass Elektroautos, dass sparsame Autos im Markt lange Zeit keine Chance haben. Und deswegen wollen wir Grüne nicht nur dafür sorgen, dass es endlich vernünftige Spritobergrenzen gibt, sondern dass dieses Dienstwagenprivileg für Spritfresser abgeschmolzen wird. Und dieses Geld nehmen wir, um Menschen, die unter Energiearmut leiden, zu erleichtern, sich effizientere Geräte zu kaufen und endlich dafür zu sorgen, dass unsere Häuser, unsere Büros und die Häuser, in denen wir wohnen, vernünftig wärmegedämmt werden, damit man sich abkoppelt von explodierenden Heizölpreisen. Das ist Klimaschutz, das schafft Arbeit. Und wo wir bei Klimaschutz sind, möchte ich nur einen Punkt ansprechen, der in den letzten Tagen ja viel für Furore gesorgt hat. Die Grünen sind ja angeblich eine Verbotspartei. Ich weiß gar nicht, wie man so schnell in so einen Ruf kommen kann, wenn man im Programm schreibt, wir wollen Kantinen fördern, die das tun, was in vielen Kitas in Bremen und in den Schulen schon die Regel ist, nämlich einen vegetarischen Tag machen. Das ist ein Angebot. Es wird noch Kantinen geben, die das nicht machen. Es wird auch Dönerstände geben, wo Leute, die auch nicht nur Donnerstag, sondern montags, dienstags keine Lust auf Kantine haben, ihr Döner essen, oder Vietnamesen, wo man Nudelbox mit Huhn isst. Da haben wir Grüne alle nichts gegen. Aber wir haben etwas gegen diese Form der Fleischproduktion. Und wissen Sie warum? Das ist nämlich keine Privatangelegenheit. Auf einem Globus, wo fast 1 Milliarde Menschen an Hunger leidet, wo wir die Millenniumsziele zur Bekämpfung des Hungers nicht erreicht haben, da ist es keine Privatveranstaltung, wenn 1/3 des Getreides, was angebaut wird, in die Fleischproduktion geht. Das heißt, nicht Menschen mit Nahrung versorgt, sondern in den Futtertrog wandert. Und es ist keine Privatfrage, sondern eine Frage des globalen Klimaschutzes, wenn diese Form der Fleischproduktion für 18% der Treibhausgase verantwortlich ist. Und deswegen sagen wir, diese Form von Fleischproduktion geht so nicht mehr. Da muss sich etwas ändern. Wir können nicht akzeptieren, dass wir auf Millionen Quadratkilometern in Südamerika, wir behaupten ja immer, es ist deutsches Hühnerfleisch. Nein, nein, das Futter kommt aus Südamerika. Riesige Flächen, angebaut zum Teil auf ehemaligen Regenwaldflächen, angebaut mit Soja, mit Gentechnik. Das kommt hierher und macht aus unseren Landwirten Lohnmäster. Die haben nichts mehr zu sagen, die haben nichts mehr zu entscheiden. Die kriegen das Futter, die Küken und die Ferkel, von ein und derselben Firma, Wiesenhof, Rotgötter, Westjohann und wie sie alle heißen. Und die einzige Freiheit, die sie noch haben, ist, zum vordefinierten Tag die Hühner, die Puten und die Schweine auf das vordefinierte Gewicht hochgemästet zu haben. Und das geht nur, wenn man viele Tiere auf engem Raum hält, heißt Tierquälerei institutionalisiert. Das geht nur, wenn man damit und dadurch, dass man viele Tiere auf engem Raum hält, sehr viel Gülle produziert, mehr Gülle, als der Boden tatsächlich verarbeiten und aufnehmen kann. Und es geht nur, wenn man gleichzeitig, weil so viele Tiere auf engem Raum leben, jeden zweiten, dritten Tag Antibiotika füttert. 9 von 10 Hühnern sind mit Antibiotika vorbehandelt worden. Und wohin führt das?
Wir haben heute 6 Millionen Menschen, über 6 Millionen Menschen in Deutschland, die gegen eine ganz breite Kette von Keimen resistent sind, die auf bestimmte Medikamente überhaupt nicht mehr ansprechen. Das heißt, wir haben es mit einer Form von Fleischproduktion zu tun, die ist klimaschädlich, die ist gewässerbelastend, die ist tierquälerisch und sie gefährdet die Gesundheit der Bevölkerung. Und deswegen sagen wir, diese Form von Fleischproduktion muss endlich eingeschränkt werden. Und das geht nicht nur mit guten Zureden. Da muss man auch verbieten. Und ich möchte drei Dinge verbieten. Erstens, ich möchte, dass verboten wird, dass der Bau solcher Ställe weiterhin aus Steuermitteln mit 100 Millionen Euro subventioniert wird. Das geht nicht mehr. Das ist das erste Verbot. Dann findet dieser Bau der Ställe mittlerweile selbst im Emsland häufig gegen den Willen der Gemeinde statt. Die haben da oben die Nase voll im Wortsinne davon. Ja, da können sie sonntags nicht auf der Terrasse Kaffee trinken, wenn unser Nachbar Abel da den Schweinestall aufmacht. Das ist Feierabend mit Schwarzwälder Kirschtorte oder Eierlikörtorte. Ist ja mehr da oben. Die Dinger werden aber gebaut, das sind Fabrikanlagen, die bedürfen für den Betrieb einer Genehmigung nach dem Bundesemissionsschutzgesetz. Aber man darf sie bauen ohne Baugenehmigung, gegen den Willen der örtlichen Gemeinde. Und wir wollen, dass diese Privilegierung im Baurecht aufgehoben wird. Wir wollen den Bau von Ställen gegen den Willen der Bevölkerung vor Ort verbieten. Auch dazu bekennen wir uns. Und drittens, wir wollen den Drogenhandel im Stall verbieten. Ja, wir sind ja sonst für eine klientenzugewandte Drogenpolitik, aber die Tiere können sich nicht dagegen wehren. Deswegen wollen wir den Drogenhandel im Stall verbieten. Es darf nicht sein, dass ein Tierarzt umso mehr Einkommen hat, je mehr er verschreibt und je mehr er vertreibt. Und damit er möglichst viel vertreibt, auf die vertriebenen Medikamente er sozusagen als Arzt und Apotheker in einem auch noch Mengenrabatte an den Landwirt abgibt. Dieses wollen wir ebenfalls verbieten. Und wenn man das hinbekommt, dann ist man in einer Situation, dass in diesem Lande weniger Fleisch produziert wird. Wir müssen dann auch weniger Fleisch zu Dumpingpreisen nach Afrika exportieren, die dort die Landwirtschaft kaputt macht und auf diese Weise die Bekämpfung des Hungers erschwert. Und wenn wir weniger Fleisch haben, dann kann es mal sein, dass ihr an dem einen oder anderen Tag ohne Fleisch auskommt. Ich habe da nicht so ein Problem mit. Meine Mutter hat das immer schon so gemacht. Da gab es donnerstags Nudeln mit Tomatensauce. Wir Kinder haben das geliebt. Wir haben den Freitag gefürchtet. Da gab es Schellfisch. Aber wenn noch mal jemand was von Verbotspartei sagt, dann sollte man diejenigen freundlich daran erinnern, dass es den fleischlosen Tag ja auch anderswo gibt. Zum Beispiel in der Kantine des Konrad-Adenauer-Hauses, der Zentrale der CDU. Anders als bei den Grünen ist es nicht donnerstags, es ist freitags. Und man beruft sich auf eine alte Tradition. Ich respektiere diese alte Tradition und behaupte nicht, dass die CDU eine Verbotspartei ist, nur weil Hermann Gröhe jeden Freitag Fisch essen muss. Jetzt habe ich Ihnen im Bereich der Nachhaltigkeit zwei Gründe, nämlich mehr Klimaschutz, ein anderer Wohlstandsbegriff und eine Einschränkung der Massentierhaltung gesagt. Und ich sage Ihnen noch ein weiteres. Es geht bei dieser Wahl auch um etwas, was eine echte Richtungsentscheidung in der Energiepolitik ist. Frau Merkel verrät Ihnen Ihr Rezept nicht für die Änderung des Erneuerbaren Energiengesetzes. Aber darüber sind wir nicht mehr angewiesen. Wir wissen heute, in welche Richtung es gehen soll. Günther Oettinger, Ihr Energiekommissar, den Sie nach Brüssel geschickt hat, soll ja der eine oder andere Baden-Württemberger froh drüber gewesen sein. Aber man sieht, alles, was man wegschickt, kommt doppelt zurück.
Der hat erklärt, warum. In Deutschland muss der Ausbau erneuerbarer Energien gebremst werden, weil wenn das in Deutschland so weitergeht, wächst der Druck auf andere Staaten der Europäischen Union, auch Erneuerbare auszubauen. Ja, eine beeindruckende Logik, ne? Was ist daran schlimm, wenn die Polen weniger Kohlekraft haben? Was ist daran schlimm, wenn die Franzosen weniger Atomkraft haben? Ich kann da nichts Schlimmes dran entdecken. Das einzig Schlimme, der was daran entdecken kann, sind die Interessen der großen Industrieunternehmen. Die fürchten nämlich, dass ihnen das Gleiche passiert wie den deutschen Energieriesen. Die hatten mal 90% des Marktes und heute haben sie nur noch 60% des Marktes. Man muss sich mal klar machen, die erneuerbaren Energien haben 400.000 Arbeitsplätze geschaffen. Sie sparen uns jedes Jahr 10 Milliarden Importe von Öl, Gas und Kohle, also Geld, was nicht zu Putin und König Abdallah fließt, sondern hier verwendet wird. Und sie sparen uns über 100 Millionen Tonnen Treibhausgase. Aber wem gehören eigentlich die Erneuerbaren? Das ist eine ganz interessante Frage. 11% der erneuerbaren Energien in Deutschland gehören Landwirten. 35% gehören Bürgergenossenschaften, also Windparks, Bürgersolaranlagen. Und selbst die Teile, die bei Banken sind, sind Fondseinlagen. Also 13% gehören weiteren Bürgern und Bürgern. Wissen Sie, wie groß der Anteil ist der großen 4 Energieunternehmen an den erneuerbaren Energien? 5%. 5%, also so das FDP-Ergebnis, etwas drüber. Und das ist das, was hinter dem Streit um die Energiewende steht. Die Energiewende ist ein Erfolgsprojekt, wo die Energieerzeugung zurück zu den Menschen gekommen ist, in den ländlichen Raum und wo tatsächlich mehr Menschen in Verantwortung und den großen Monopolen aus der Hand genommen hat. Und deswegen sollte man die Ansage von Günther Oettinger für das wahre Wort der Angela Merkel nehmen. Und wem das nicht glaubt, der möge die letzten Äußerungen von Herrn Hund sehen. Der ist ja sogar so weit gegangen, der Arbeitgeberpräsident, der gesagt hat, man braucht Kohlekraft und eventuell muss man doch noch mal wieder die Atomkraft verlängern. Der lernt es nie. Und darum geht es. Und deswegen muss man, wenn man das fortsetzen will, und wir Grünen uns wählen, wir streiten dafür, im Jahre 2020 nicht mehr heute wie heute ein Viertel, sondern die Hälfte unseres Stroms erneuerbar zu erzeugen. Das geht nur, wenn man den überflüssigen Kohlestrom aus dem Netz drängt. Dafür muss man dafür sorgen, dass der Emissionshandel wieder funktioniert. Aber das geht auch nur, wenn das nicht unbezahlbar wird. Wer hat es fertiggebracht, dass, obwohl die Börsenstrompreise seit 3 Jahren sinken, wir einen historischen Tiefpreis an der Börse für Strom haben, wir alle immer mehr für Strom bezahlen. Die nächste Erhöhung der Umlage steht ja schon wieder bevor. Das war Rainer Brüderle. Rainer Brüderle war 2009 Wirtschaftsminister, eine Novelle des Erneuerbaren Energiengesetzes gemacht und hatte eine sinnvolle Regelung, die ich erfunden habe, auf brüderliche Weise verändert. Wir haben gesagt, wichtige Industrieunternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen, die müssen keine EEG-Umlage bezahlen, weil sie einem unfairen Wettbewerb mit Unternehmen ausgesetzt sind, die ihren Strom umsonst kriegen, die Zuschüsse kriegen und Ähnliches. Herr Brüderle hat genau das Kriterium des internationalen Wettbewerbs weggenommen. Und aus 600, 700 befreiten Unternehmen sind heute über 2000 geworden. Und es ist schon makaber, was sich da alles drunter findet. Die Förderung, der Energieeinsatz für die Förderung von Braunkohle ist EEG-Umlage befreit. Das heißt Umlage für erneuerbare Energien, nicht Kohlepfennig, dachte ich immer. Oder aus der industrialisierten Massentierhaltung, Schlachthöfe von Wiesenhof, die dadurch energieintensiv wurden, dass sie schlicht und ergreifend keine Leute mehr beschäftigen, sondern nur noch rumänische Werkvertragsarbeitnehmer und die kriegen 3-4 Euro, also wurden sie energieintensiv. Und dann gibt es ja noch Menschen, die behaupten, sie wären für eine Strompreisbremse. Sie merken, ich zitiere den Airbag der Energiewende Peter Altmaier. Lieber Peter Altmaier, wenn das stimmt, warum haben Sie denn noch in diesem Juli die Stromkosten weiter nach oben getrieben? Warum erzählen Sie den Menschen, die Erneuerbaren seien schuld, dass die Preise steigen?
Die Erneuerbaren nach Ihren eigenen Zahlen, lieber Herr Altmaier, haben im letzten Jahr 300 Millionen neue Umlagekosten verursacht. Im Juli hat Herr Altmaier zusammen mit Herrn Rösler unter Federführung von Frau Merkel ein Gesetz durch den Bundestag gebracht, was die Netzumlagekosten um 1,2 Milliarden, also das Vierfache des Ausbaus erneuerbarer Energien, nach oben treibt. Und ich habe mir angeguckt, wer da von der Netzumlage befreit werden soll. Also wir sind ja alle auf ein funktionierendes Netz angewiesen. C und, in meinem Wahlkreis, C&A, S. Oliver, Autohaus Südhannover. Warum sollen die nicht wie alle anderen Handwerker, wie alle Privaten für ihre Versorgungssicherheit Netzumlage bezahlen? Ich kann das nicht einsehen und ich kann auch nicht einsehen, dass die Bürgerinnen und Bürger damit belastet werden. Mit solchen Tricks hat man es fertiggebracht, innerhalb von 4 Jahren von Schwarz-Gelb die Umlagen zu verfünffachen, während der Ausbau erneuerbarer Energien nur um 50% gestiegen ist. Und das heißt, hier ist vorsätzlich daran gegangen worden, die Lasten für die Umstellung unserer Energieversorgung auf den Bürgerinnen und Bürgern abzuladen, mit dem Wunsch, dass die anschließend sagen, wir wollen das so nicht mehr, wir wollen lieber weiter billigen Kohlestrom und wenn das nicht reicht, vielleicht auch noch ein bisschen Atomstrom haben. Das nenne ich die Energiewende vorsätzlich gegen die Wand fahren. Und bei dieser Wahl haben Sie es in der Hand. Wir Grünen streiten dafür, dass in den ersten 100 Tagen der Emissionshandel wieder in Betrieb genommen wird und dass in den ersten 100 Tagen diese Subventionen um 4 Milliarden zurückgeschnitten werden. Das wären 50 Euro für jeden durchschnittlichen Haushalt im Jahr mehr als die jetzt abzeichnende Strompreissteigerung. So geht Energiewende zu fairen Preisen. Das setzt aber voraus, dass Grüne wieder die Verantwortung tragen und nicht diejenigen, die RWE, E.ON und Co. das Geschäft besorgen sollen. Also, Sie sehen, Sie haben die Wahl. Sie können stimmen für den grünen Wandel, für ein demokratischeres Deutschland, ein Deutschland, was anders mit Flüchtlingen umgeht und was Schluss macht mit der Diskriminierung durch die doppelte Staatsbürgerschaft. Ein Deutschland, was 10 Milliarden mehr ausgibt für Bildung. Sie können stimmen für den grünen Wandel, für ein gerechteres Deutschland, das endlich dafür sorgt, dass der Leichtlohnsektor beendet wird durch einen gesetzlichen Mindestlohn, ein Ende der Zweiklassenmedizin durch eine Bürgerversicherung und endlich eine Schuldenbremse für Banken. Sie können dafür sorgen, dass Deutschland wieder Vorreiter beim Klimaschutz wird, dass Deutschland sich einsetzt für eine Begrenzung der industriellen Massentierhaltung und für eine Energiewende zu fairen Preisen. Das haben Sie in der Hand durch Ihr Abstimmungsverhalten. Gibt es eine Suggestion, die gerne ausgestreut wird, nach dem Motto, also ihr könnt das ja gar nicht schaffen. Kanzlerin ist so beliebt, da kommt man gar nicht gegen an. Das höre ich jetzt seit 8 Wochen, habe gedacht, ja Mann, blöde, wenn der recht hat, warum hast du überhaupt kandidiert? Ne? Warum gibt es überhaupt Wahlen? Können wir doch gleich bei Forsa fragen, wer ist der beliebteste im Land? Da hätte Frau Merkel aber ein echtes Problem. Gegen Helmut Schmidt käme sie nicht an. Aber Beliebtheit ist kein Grund, wiedergewählt zu werden. Das hat ein anderer beliebter Kanzler vor 8 Jahren erfahren müssen. Gerd Schröder glaubte, mit seiner Beliebtheit würde er es schaffen, genügend Menschen zur Wahl der SPD zu kriegen. Das glaubte er auch noch nach der 5. Hochrechnung am Wahlabend. Es bedurfte des amtlichen Endergebnisses, um ihn von seinem Irrtum zu überzeugen. Er war aber zu dem Zeitpunkt sehr beliebt gegenüber der Herausforderin aus dem Osten. So ging das übrigens in diesem Januar David McAllister, dem Ministerpräsidenten von Niedersachsen. Der war übrigens auch bei Grünen sehr beliebt, aber die kennen auch den Rest der Niedersachsen-CDU, deswegen war das nicht so eine große Hürde. Er ist auch abgewählt worden, weil die Menschen in Niedersachsen für politische Inhalte gestimmt hatten. Die wollten, dass es einen Schulfrieden gibt, dass es keine Studiengebühren mehr gibt, dass was gegen die Massentierhaltung getan wird und dass die Energiewende ein Erfolg wird. Und das alles sind Themen, die die übergrößte Mehrheit der Bevölkerung in diesem Lande will. Dann heißt es trotzdem, ihr könnt das gar nicht schaffen. Dann sage ich immer, vielleicht denken wir auch mal 4 Jahre zurück. Vor 4 Jahren, nach der Bundestagswahl, da hatten die Grünen
die Verantwortung in zwei bedeutenden Bundesländern. Das bedeutendste war das Bundesland Bremen, das ist so bedeutend, weil ich da geboren bin. Nicht so bedeutend war Hamburg, das machte 2 Millionen Einwohner. Heute könnt ihr an der Insel Mainau euch aufs Rad schwingen, bei Winfried in Stuttgart vorbeifahren, bei Evelyn in Mainz, bei Silvia in Düsseldorf, bei Stefan in Hannover, bei Caro, einer unserer beiden Finanzsenatoren, in Bremen. Und wenn ihr bei Robert Habeck auf dem Hof einbiegt an der dänischen Grenze, dann habt ihr ganz Deutschland durchquert. Und auf dieser langen, langen Fahrradtour hattet ihr eine Gefahr nicht. Nie konnte euch ein christdemokratischer Ministerpräsident fürs Fahrrad laufen. Und das ist der Grund, warum Ingrid und Andreas mit mir gemeinsam die nächsten 10 Tage für eines kämpfen werden. Heute wollen 50 Millionen Deutsche von Grün und Rot und Rot und Grün regiert werden. Wir glauben, dass wir in diesen 10 Tagen auch die restlichen 30 Millionen von den Vorteilen dieser Regierungsform überzeugen können. Deswegen gehen Sie zur Wahl, wählen Sie die Grünen. Ja, lieber Jürgen, ganz herzlichen Dank für diese mitreißende Rede. Ich glaube, alle hier haben viele gute Gründe gehört, grün zu wählen. Du hast es gesagt, es kommt auf jede Stimme an. Das sehen wir hier in Ludwigsburg und in Neckarzaber ganz genauso. Gehen Sie zur Wahl, geht zur Wahl, wählt vor allem mit eurer Zweitstimme grün. Dann haben wir eine reale Chance, dass Ludwigsburg auch im nächsten Bundestag mit 2 Abgeordneten vertreten ist. Ganz herzlichen Dank, lieber Jürgen. Ich möchte dich bitten, noch einen Moment auf der Bühne zu bleiben. Vorab mal eine kleine Stärkung für dich, einen fair gehandelten Barock-Espresso und hier produzierte Schokolade. Kleiner Energieschub für dich. Herzlichen Dankeschön. Dank. Ein Wahlkampf funktioniert ja nur dann richtig gut, wenn die Partei ihn auch mitträgt. Deswegen finde ich, brauchen wir jetzt unbedingt ein Gruppenfoto, auf dem alle Kreisvorstände sind, alle OV-Vorstände, die hier im Saal sind. Und ich möchte euch bitten, einfach mal kurz auf die Bühne zu kommen, damit wir hier noch ein richtig schönes Bild bekommen. Anschließend geht es aber noch kurz weiter. Es wird noch ein bisschen Musik geben. Jörg Becker wird noch was sagen, nämlich wie der Abend dann weitergeht. Also bleibt bitte alle hier und alle OV-Vorstände, Kreisvorstände, kommt doch bitte mal auf die Bühne. Sogar am 21. noch zu Gange vormittags. Aber wir werden doch unglaublich. Kommt doch auf die Bühne, mach mal ein Gruppenbild mit Jürgen. Dass die Linken nicht mit rein dürfen. Die wollen ja gar nicht. Scheißegal, die Hauptsache es klappt. Also, auf eine erfolgreiche Wahl. Auf wer macht das Foto? Wo müssen wer wir hingucken? Das Foto? Da, da. Alle. Alle. Nee. Herr Höhnlinger. Ich weiß. Ist doch egal. So, gut. So, okay. Jetzt nochmal Musik. Musik? Genau. Wir rauschen los. Ja, natürlich. Okay, also Musik bitte. Musik.